Im Winter des Jahres 1749, in einer klirren, kalten Wintersnacht, geschah wohl das seltsamste Ereignis in einem kleinen Dörfchen zwischen Neckar und dem kleinen Heuberg. Der eiskalte Wind peitschte über Wiesen und Felder des ganzen Landes. Nur eine Handvoll verwegener Bauersleute verrichteten noch ihre Arbeit auf dem Feld. Sie arbeiteten noch weit über den Sonnenuntergang hinaus und kehrten erst zur später Stunde auf ihren Hof zu Frau, Kind und Vieh zurück. So auch der kluge Bauer, der an der großen Eiche am Rande des kleinen Dörfchen lebte. Nach einem spärlichen Mahl mit Frau und Kind begab er sich in den Stall, um sein hungerndes Vieh zu versorgen. Auf dem beschwerlichen Weg zwischen Haus und Stall schien es ihm, als ob der helle Vollmond, der gerade über dem Dörfchen aufgegangen war, ihn auf Schritt und Tritt begleitete, wobei ihn ein wohliges Gefühl umgab. Als er in den Stall eintrat und die Türe hinter sich schloss, um die Kälte fernzuhalten, spürte er große Dunkelheit um sich, obwohl einige Fackeln im Stall brennten, die die Sicht bei der Arbeit erleichterten. Er arbeitete eine ganze Weile, bis ihm an der Stalltür ein Lichtschein auffiel. Als er näher trat, bemerkte er, dass dies der Mondschein war. Dieses Licht sollte man sich zunutze machen, dachte er sich und kam auf die Idee, den Mond einzufangen. Er beschloss, den Mond zu fragen, ob er nicht in seinen Stall kommen möchte, um ihm bei seiner Arbeit zu helfen. Da der Mond nach dem vierten Mal fragen noch keine Antwort, geschweige denn Reaktion zeigte, beschloss der Bauer, ihn mit einem Seil, das ihm gerade zu Füßen lag, einzufangen und in den Stall zu ziehen. Der kluge Bauer schwang ein Seil und warf es Richtung hell erscheinenden Vollmond. Sein erster Wurf war bereits erfolgreich und er zog mit großer Kraftanstrengung den Mond zu seiner Stalltür hinein. Und da schau, es ward hell. Es ward hell wie am schönsten Tag im Jahr. Da er Angst hatte, dass der Mond ihm wieder ausreißen würde, schloss der Bauer schnell die Tür hinter sich zu. Der Mond mit seiner gewaltigen Kraft brachte den Stall zum Beben. Es blitzte und donnerte. Ein lautes Grollen erschütterte den verängstigten Bauern, der vor Ehrfurcht erstarrte. Nach einem letzten lauten Knall erschien alles zu verstummen. Wie von Geisterhand eröffnete sich langsam die Stalltür, aus der sich ein Mond in Menschengestalt erhob. Thank you.
fettem Lachen und lautem Geschall sprang er vor den Bauern und freute sich über das getane Werk. Dieser Mond half ihm in den folgenden Wochen bei seiner täglichen Arbeit, bis die Abendsonne wieder hell genug war, um seinen Stall lange genug zu erleuchten. Von diesem Tag an kehrte der Mond in seiner gewohnten Umlaufbahn zurück und zog für das restliche Jahr seine Kreise. Jedoch in den darauffolgenden Jahren, ja sogar bis in die heutige Zeit, kommt er immer wieder am ersten Vollmond um die heilige Drei Könige in das kleine Dörfchen zwischen Neckar und dem kleinen Heuberg zurück, wo er stets mit großer Freude erwartet wird und jährlich bis Aschermittwoch erhalten bleibt. Begrüßen wir ihn mit seinem geliebten Ruf. Mo! Fänger! Mo! Fänger! Mo! Fänger! Fang der Mo! Scheint bei Eis der Mond.